Mein Name ist Lydie Pulver und ich bin Bürgermeister von der Stadt Lützeburg und ich setze mich seit langem mit Herz und Seele für diese Stadt an. Wir haben die große Chance, eine ganz schöne Stadt zu haben, die im Patrimoine Mondial der UNESCO ist. Und wir schauen kein mehr, wie sie immer nächst, nach dem Schein zu machen, zu erneuern und die Lebensqualität von unseren Bürgern zu erheben. Ich erinnere zum Beispiel darum, wir sind am Gang, einen ganz schönen, großen, neuen Park zu Gasbrich zu machen, 16 Hektar, oder auch um den formidablen Projekt von der Renaturierung von der Petrus. Was Wohnungen anbelangt, haben wir schon vieles gemacht. Hunderte Wohnungen sind geschaffen, gehen an den verschiedensten Quartieren. Und in Zukunft können wir Tausenden neue Wohnungen schaffen auf verschiedenen Plätzen, sie wird auf der Erler Straße, aber auch am Rheinergrund, auf dem Terrain von der Villerweihe Boch oder an der Porte Hollerich oder am Terrain von Heinz van Landenweg am Pol Würth. Mehr die seht, mehr Wohnungen, die seht auch mehr Leute, mehr Kammer, mehr Schulen, mehr Feuer. Und auch hier haben wir eine ganze Masse von Projekten, die sich daran erinnert, den neuen Schulkomplex und Sportkomplex um Zenz, aber auch zu Zeissing, um Lambertsberg und Bel-Air. Eine große Infrastrukturarbeiten sind noch notwendig, zum Beispiel die Erweiterung von der Kläranlage zu Beggen, ein ganz neues Pompierskaser, den wir zu Gasbrich gebaut haben, und eben noch den neuen Stadion, den wir auf der Kloche d'Or gebaut haben. Aber für all das, unter den Hut zu kriegen, braucht man natürlich auch einen Mobilitätsplan, den dafür sorgt, dass die Stadt einerseits accessibel bleibt, mit dem aber auch wirklich garantiert, dass dann unsere Wohnquartier die Lebensqualität wirklich die beste ist. Ich freue mich auf jeden Fall, mit allen meinen Kollegen aus der Equipe von der DP hier in der Stadt, das und noch viele andere Projekte zu organisieren und vor allem zu realisieren.